Hi, hier ist Marcel von allpc.com. Ich stehe hier mit der Tanja Herker von Asus, weil wir sind auf der Computex 2018 in Taipei und Asus hat ein wirklich interessantes Notebook vorgestellt. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, bleibt dran. Dieses Video wird euch vom Asus ZenBook Pro 15 präsentiert. Weitere Infos zum Notebook mit dem revolutionären ScreenPad-Bedieninterface findet ihr in der Infokarte. Ja, Tanja, es ist wieder Zeit für die Computex und hier sehen wir ein schickes Notebook. Das ist das Asus ZenBook Pro 15. So, jetzt denken sich viele Leute, ja, Notebooks ist ja eigentlich immer das Gleiche. Immer, ja, dünner, schneller, besser, aber... Jetzt ist es mal richtig, jetzt habt ihr mal was richtig Geiles vorgestellt. Erzähl doch mal, was macht dieses Notebook eigentlich so speziell? Wir haben heute im Rahmen der Pressekonferenz unser neues High-End-Notebook vorgestellt, das Asus ZenBook Pro 15. Das Besondere an dem Asus ZenBook Pro 15 ist das sogenannte ScreenPad. Das bedeutet, wir haben ein 5,5 Zoll Full-HD IPS-Display in ein Touchscreen verbaut. Und das ermöglicht dem Nutzer viele schöne zusätzliche Funktionen. Beispielsweise kann ein Wallpaper hinterlegt werden oder man kann beispielsweise sich einfach YouTube unten in das ScreenPad reinladen, kann schön normal am PC arbeiten und kann dann unten parallel, ich sag mal heimlich, bei einem YouTube-Video schauen. Und da gibt es noch viele andere weitere Funktionen, die bereits hinterlegt sind. Beispielsweise gibt es auch... Also Shortcuts zum Beispiel, ne? Genau. Also einfach schnell, ich brauche Chrome und die YouTube-App oder irgendwas regelmäßig, zack, lege ich mir genau. unten die Buttons rein. Kann man rein. Sich einen Shortcut reinlegen ja. und direkt drauf zugreifen. Und kann auch selbst entscheiden, ob man es unten über den kleinen Screen nutzen möchte ja. oder ob man sich per Drag-and-Drop noch oben auf den großen Screen rein... Oder ob man sich noch oben auf den großen Screen stellt, zieht. Man kann ja auch so Taschenrechner und... Ich meine, Apple hat das ja vorgemacht mit der Touchbar und das war ja oben unter dem Display, ne? Also quasi noch im Tastaturfeld, aber weiter oben positioniert. Ihr geht jetzt aufs Touchpad und das ist natürlich auch, gab es so vor dieser Form nicht, habe ich noch nicht gesehen. Gibt es denn darüber hinaus, also das ist ja wirklich das Highlight, was, ja. was das Notebook sonst auszeichnet. Also ja. wahrscheinlich wieder das konzentrische Design, ne? So ein bisschen Metall. Genau, wieder klassisch im Zen-Design gehalten und es ist auch ganz klar auf Performance ausgelegt. Also wir haben beispielsweise einen i9-Prozessor verbaut, wir haben bei der Grafik eine GTX 1050 Ti, also das ZenBook Pro ist auch wirklich für professionelle Anwendungen ausgelegt. Auch gerade zum Beispiel für Designer, Entwickler oder auch Kreative. Und speichertechnisch, also ich denke mal, dass der SSD alles möglich ist. Genau, bis zu 1 Terabyte SSD. Ja. 1,8 Kilo schwer das Ganze? 2 Kilo. 2 Kilo. Kilo, ja. Okay. Und Fingerabdrucksensor natürlich mit dabei. Fingerabdrucksensor ne? ist auch mit dabei. Ja. Wir haben neben dem ZenBook Pro 15 auch das ZenBook Pro 14. Das wird allerdings etwas später auf den Markt kommen. Ja. Das wird oben die ER-Kamera haben und nicht mehr den Fingerabdrucksensor. Wird also dann für Windows Seller könnt ihr dann mit, Gesichts, genau. mit eurem Gesicht entsperren. Genau, und es wird auch im Unterschied ein Ergolift haben. Also das heißt, wenn man es anhebt, dass sich die Tastatur auch automatisch ein bisschen mit anhebt, was einfach ein etwas angenehmeres Schreiben ermöglicht. Ja, wie sieht es denn aus? Wann kommt das Modell auf den Markt? Und vor allen Dingen, was wird es kosten? Ich schätze mal, es wird auch ziemlich teuer, ne? Mit dem integrierten Touch-Display. Es ist natürlich ein High-End-Modell, deswegen wird es auch nicht ganz günstig sein. Aber wir werden es in diesem Monat, also im Juni, noch in Deutschland verfügbar haben. Und es wird ab 1599 Euro losgehen. Ja, Tanja, vielen Dank. Sehr interessantes Gerät. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, hinterlasst doch einfach einen Kommentar. Vergesst auch nicht, den Channel zu abonnieren und einen Daumen hoch da zu lassen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke, Tanja, dir nochmal. Ja, ich danke dir. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.